Die erste Frage ist, wie könnte man den Begriff Social Media einem gänzlich Unwissenden erklären? Das ist relativ einfach, wenn man jemanden vor sich hat, der zumindest versteht, was das Internet ist. Okay. Und wenn er dann sagt, ja, aber was ist denn dann Social Media? Früher war das Internet eine, sagen wir mal, fast reine Informationsplattform und ein Traum, denn die E-Mail ist nach wie vor das gängigste und normalerweise auch ein Social Media Tool, weil es ist ein soziales Netzwerk, wo der eine dem anderen was sagen kann und der andere wieder Response geben kann, Antwort geben kann. Und bei sozialen Netzwerken ist plötzlich der User, der früher nur konsumiert hat, zum Producer geworden. In dem Moment, wo jetzt plötzlich jemand wirklich hergehen kann und selber seine Meinung, seine Inhalte, seine Bilder, seine Erlebnisse mitteilen kann, wird er auch ein schöpfender und ein schaffender Teil des Internets. Und das ist Social Media im Großen. Wie kann Social Media einem Unternehmen als Marketinginstrument dienen? Vielen Hinsichten. Also Brand Awareness ist natürlich einer der wesentlichsten, aber genauso Konfliktmanagement ist etwas irrsinnig Sinnvolles. Denn wenn Kritik da ist, wenn ich zahle, nehmen wir mal ein kleines Hotel und ich zahle dafür und dann war die Dusche nicht sauber, dann kann ich nach Hause fahren und dort jedem erzählen, wie dreckig die Dusche ist. Und dieses Gefühl wird nicht besser und ich erzähle es 10 Leuten, was mich immer ärgert. Denn ich habe nie die Response und den Respekt gekriegt, dass ich für meine 50, 100, 200 Euro im Prinzip was Besseres verdient habe. Kann ich jetzt dabei hergehen und diese Kritik ganz simpel und einfach von meinem Handy aus dem Hotelier, dem Gastwirt, dem Touristiker auf die Pinnwand schreiben und sagen, es war fein bei euch, das Wetter war schön, die Pisten waren toll, aber bitte schaut einmal die Dusche an. Und der schaut zu, Jesus und Maria, es tut uns leid, wir haben sogar die Reinigungsfirma gewechselt, wir wissen, da war ein Problem. Oder damals war das und das, wir entschuldigen uns dafür. Das ist meistens schon das, was der Mensch erwartet. Ernst genommen werden, respektiert werden und dann ein Feedback zu erhalten, das das Ganze vielleicht auflöst, zumindest auch an anderen in Zukunft garantiert, dass es so nicht mehr ist. Und dann hat man schon einen riesengroßen Mehrwert. Natürlich ist das Targeting auf Social Media, wenn man jetzt nur mal an Facebook denkt, wir geben Facebook alle Informationen. Wann, wo, mit wem, wer und was wir sind, was uns gefällt. Und diese Daten werden im Hintergrund gespeichert. Als Werber können wir hergehen und diese Daten zwar anonymisiert, aber doch im Gesamten abrufen. Ich kann alleinerziehende Mütter mit einem gewissen Einkommen in dem Umkreis von Wien genau targeten und erreichen. Wenn ich im Standard oder in einer anderen Tageszeitung in Österreich 30.000 Euro für eine Annonce zahle, erreiche ich unter Anführungszeichen alle Leser. Ich weiß aber weder, blättert der bis Seite 3, 4, 5, hat er meine Anzeige jemals gesehen oder nicht, weil der Artikel nebenbei genau über Traktoren, genau das ist, was ihn interessiert hat und die Babyanzeige ist ihm nie untergekommen, gezahlt habe ich dafür. Bei Social Media zahle ich nur für die Zielgruppe, die ich wirklich erreichen will, das heißt keine Streuverluste und keinen Medienbruch. Wenn ich nämlich jetzt dann weiß, dass ich online buchen kann, wenn ich online bestellen kann, wenn ich online das Seminar konsumieren kann, dann habe ich in der Zeitung ein Riesenproblem. Da kann ich nichts drucken. Da kann ich höchstens einen Code haben und den Code muss ich daheim und wieder am Computer eingeben. Alles schwierig. Ja. Social Media in der Früh, der Wecker läutet, das Handy ist ja alles heutzutage, er dreht seinen Wecker auf, als nächstes kriegt er die Message, wow, cool, doppelter Skiurlaub für Verliebte. Mein Schatz liegt neben mir, den buche ich jetzt. Zack, ein Knopfdruck, die Daten sind schon da, Name, Mailadresse, bitte Kontoverbindung noch eingeben, zack, fertig und erledigt. Riesenvorteil. So, welche Plattformen werden zurzeit am meisten von Unternehmen genutzt? Ja, kommt jetzt darauf an, für was. Für Human Resources, fangen wir mal mit was anderem an, ist zum Beispiel LinkedIn ein irrsinnig aufstrebendes und interessantes Tool. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt dort die Zielgruppe an Personen zu suchen. Wir haben das heute erst wieder getan im Unternehmen. Es ist faszinierend. Rund um die Welt kriegt man plötzlich Stellen, also die Angebote kommen auf einen dann zu. Und das kostet, hart gesagt, ein Bagatelle im Verhältnis zu herkömmlichen Plattformen. Natürlich haben herkömmliche Plattformen wie Karriere.at oder Charisma den großen Vorteil, dass sie regionaler wirken. Bei LinkedIn kriegt man wirklich aus Pakistan, aus Mexiko, aus den Vereinigten Staaten, von überall her kriegt man die Angebote zugesendet. Ich würde auch nach Österreich kommen, ich würde gern bei Ihnen arbeiten. Also der Arbeitsmarkt ist heutzutage global organisiert und für Human Resources ist LinkedIn ein Traum.
Für Konfliktmanagement, für Brand Awareness, um sich selbst zu präsentieren, ist natürlich das Netzwerk mit 1 Milliarde täglicher Zugriffe jetzt schon und 1,5 Milliarden Usern angemeldeten Facebook das Nonplusultra. Und Mark Zuckerberg kann 99% seiner Anteile der Aktien spenden und sagt mit 450 Millionen, wenn er mit denen nicht glücklich wäre, dann schafft es mit 45 Milliarden auch nicht. Ja. Also das ist natürlich das große Tool. Google Plus ist ein Vorteil, wenn man es auch verwendet, vielleicht eine Querschaltung macht, um das Search Engine Optimization zu verbessern. Twitter ist ein Traum, ich liebe es für, ich sage mal, Opinion Leaders, um ein bisschen so auch ein Mindset zu geben für Expertendiskussionen, für Journalisten, wenn man Journalisten erreichen möchte. Absolut empfehlenswert. Xing würde ich eher empfehlen, es ist zwar von der Dichte her in Österreich gleich wie LinkedIn, nur LinkedIn ist aufsteigen. Xing ist eher stagnierend, leicht abfallend. Kann man sich entscheiden, ob man beide nehmen muss jetzt, um sich beruflich zu vernetzen und ein Profil zu pflegen, denn das muss man sich auch bewusst sein. Ein schlecht gepflegtes Social Media Profil ist schlimmer als keines zu haben. Ja, das ist, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Cocktailparty. Social Media ist eine Cocktailparty, wo man nicht in den Raum einer geht und dann Klisch, Pum, Pralauts macht und dann plötzlich man ist da und alle müssen auf einem zuschauen, sondern man stellt sich ein bisschen zum Tisch dazu, auch was das Gesprächsthema ist und beginnt sich dann dort zu integrieren. Schlecht ist aber, wenn auf der Cocktailparty direkt über einen herumgeht und man ist nicht dort, um zu sagen, entschuldige, aber so war das gar nicht. Und erzählt dann eine charmante Geschichte und löst das Ganze auf. Das kann man nur dann, aber ganz schlimm ist, wenn man auf der Cocktailparty da betrunken steht. Und dann hat man doppelt die schlechte Nachricht. Mhm. Ja. Okay. Nochmal zu den Plattformen. Du hast gesagt, Facebook ist es, also das Nonplusultra. Gibt es da also so Statistiken? Wie das mit einem Tourismusunternehmen zum Beispiel in Österreich ist? Ich habe es jetzt nicht bei der Hand, man könnte es ja mal aufschauen und da ist eben das große Monster Google eine riesengroße Hilfe. Man findet wirklich alles. Also wenn ich sage, Experten wie der Thomas Hutter aus der Schweiz oder ein Philipp Roth, ein Jens Wiese mit dem allfacebook.de-Blog bieten wirklich, und das ist ja auch das Tolle, das Miteinander, dieser Gedanke wie bei Wikipedia, wir gemeinsam sind eine Schwarmintelligenz, die sich gegenseitig unterstützt und verbessert. Und ich denke gerade so Open Source Tools wie WordPress beweisen einfach, dass man gegenüber einer Company, die sich abgrenzt und 50 Developer hat, wenn ich 350.000 Developer habe, die mitentwickeln dürfen, einfach gewinne. Diese Zahlen und Daten verändern sich täglich und die sind am besten möglich, entweder bei der Statistik Austria abzurufen, wenn es schon welche gibt, sonst. Es gibt die verschiedensten Tourismusverbände, die euch weiterhelfen können, aber es gibt ganz tolle Zahlen, monatlich veröffentlichte Thomas Hutter Zahlen, auch zu KMUs gibt es eigene Zahlen. Okay. Wobei der Begriff eben immer etwas anders definiert wird. Ja. Sind ganz kurz auf die Plattformen eingegangen. Für welche Plattformen oder Anwendungen siehst du in Zukunft großes Potenzial? Ja, also das größte Potenzial derzeit sieht man sicher, wenn man jetzt nur von Social Media Kanälen spricht, dann habe ich eine sehr große Reichweite, indem ich wirklich auf Facebook bleibe und bin. Dort mich vielleicht noch weiter intensiviere, indem ich das Advertising vielleicht verstärke, dort vielleicht versuche mehr Gamification zu leben, also mit kleinen Applikationen, auch Lead-Generierung, also Daten generiere. Wenn ich jetzt weiß, das ist der Hans Meyer, der ist 24 und hat eine Frau, dann ist es beim nächsten Gewinnspiel vielleicht interessant zu wissen, aus welchem Bundesland kommt er, beim nächsten Gewinnspiel vielleicht interessant, hat er ein Haustier oder nicht, weil wenn ich dann einen Newsletter habe und den Newsletter dir zuschicke und du hast einen Golden Retriever und keinen Spitz, dann sind es zwar beides Hunde, aber dein emotionaler Anker, also aus der NLP gesprochen, wird auf dem Golden Red River sein. Und dann Spitz magst du nicht, was musst du haschen. Ja? Vielleicht magst du auch einen Spitz, ja. Aber rein theoretisch ist das natürlich, je mehr Informationen ich über meinen Konsumenten, über meinen Kunden, über meinen Klienten habe, desto stärker bin ich natürlich in der Kommunikation. Und glaubst du, dass Facebook die Nummer 1 bleibt oder dass wer andere in Zukunft das Ruder übernehmen könnte? Ja, 2004 gegründet, irrsinnig rasant aufgestiegen, ab 2006 dann in Europa langsam zugänglich, ab 2008 hat es dann angefangen rascheln im Marketingbereich und die ersten Pages sind gegründet worden. Ich glaube seit 2010 für jeden Senior, also halt die stärkst wachsende Gruppe Frauen über 55, Kinder und Jugendliche sind drauf. Ein interessantes Tool, wenn wir das noch besprechen wollen für die Zukunft, sehe ich vor allem in Snapchat. Die Zielgruppe auch bei WhatsApp oder Instagram sind, also bei Instagram die Zahl, glaube ich, sind 90% der User unter 30 derzeit.
Also gerade wenn man junge Zielgruppen ansprechen will, kann man nicht mehr von Social Media und Facebook heutzutage reden, sondern junge Zielgruppen erreiche ich am besten, indem ich hergehe und sage, ich setze auf neue Medien. Instagram, WhatsApp gehören zwar auch zu Facebook dazu, jedoch ist Snapchat erlaubt auch die kommerzielle Nutzung. Und das Interessante bei Snapchat ist, ich kriege die Telefonnummer. Bei WhatsApp ist die kommerzielle Nutzung laut den Nutzungsbedingungen verboten. Das tun zwar viele Unternehmen, aber bei Snapchat ist es erlaubt. Und das ist natürlich ein gewisser Reiz, wenn ich nur 3 oder 4 oder 5 Sekunden eine Information online habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Miss Austria Corporation hernehme und sage, die führen einen Snapchat ein und sagen wir mal, das sind wirklich hochinteressante, fesche, junge, spannende, intelligente, elegante Damen und man möchte ihnen gerne folgen und man ist Fan einer von dieser, dann bin ich bei Snapchat natürlich vor Tag und Nacht da mit dabei, weil an Gach sagt ihr am Abend beim Zähneputzen Tschüss und Baba und das ist nur 5 Minuten online, entweder bin ich dabei oder das war's. Facebook lebt davon, dass die Daten und Google natürlich auch ewig gespeichert werden, mehr oder weniger. Snapchat lebt davon, dass man immer mit dabei sein muss. Also da glaube ich, ist ein großes Potenzial zu holen, wenn man jetzt einsteigt. Oder tägliche Begleiter. Genau. Und man würde auch ein Overload erzeugen, wenn man zum Beispiel jetzt ein Promi ist und jedes Erlebnis, und man muss sich vorstellen, ein Prominenter oder ein Politiker im Wahlkampf, und nehmen wir mal jetzt ein wirklich Umkehrbeispiel, nehmen wir den Herrn Heinz-Christian Strache, sehr erfolgreich auf Facebook mit den Sachen, die er macht, ob das jetzt so gut ist und das Mindset richtig ist, das kann man diskutieren als Experte, aber wenn ich jetzt 20 Postings pro Tag mache, dann kann es sein, dass mich Leute auch wieder aus dem Newsfeed rauslöschen, weil es ein Overload ist. Auf Snapchat, wenn ich jetzt immer noch ein paar Sekunden online habe, habe ich diesen Overload nicht. Also wenn ich sehr intelligent bin, dann kann ich natürlich hergehen und heutzutage sagen, viele, viele, viele Informationen gebe ich auf Snapchat, fast jede Kleinigkeit, denn da sind meine Fans, die wirklich alles von mir erleben wollen. Experteninformationen gebe ich auf Twitter, dort kommuniziere ich mit einer, sagen wir mal, der Wiener Blase der Journalisten und Experten, Akademikern, natürlich auch aus den Bundesländern, aber jetzt sage ich mal nicht mit der breiten Masse. Ich kann eine Bildsprache wählen auf Instagram, die wirklich elegant ist und die auf den Punkt ist. Und ich kann natürlich dann noch hergehen und sagen, mit Facebook, dort erreiche ich von Hinz bis Kunz ein jeden. Und dort muss ich dann überlegen, was ist die Botschaft, die eine breite Masse anspricht. So okay, also richtig differenzieren von der Information, ja, wo man was stellt. Wenn man das Budget hat und KMU, sagen wir mal jetzt in der größeren Schicht eines KMUs, sollte es das Budget aufbringen für das eigene Marketing, weil wenn ich jetzt einen Gastronom nehme, der von in der Früh um 5 aufsteht und bis um Mitternacht arbeitet und sein Betrieb auf Vordermann haltet, da gibt es ein Herzblut dafür. Und dieses Herzblut und das alles, was in den Betrieb einfließt, man muss das auch nach außen kommunizieren. Die Politiker haben vieles falsch gemacht, aber eins machen sie richtig. Tu Gutes und sprich darüber. Das können KMUs sich oft von den Politikern abschauen, sonst bitte nicht viel. Okay, schauen wir jetzt eher auf den Tourismusbereich. Mhm. Welche Möglichkeiten siehst du da speziell im Tourismusbereich für KMUs durch den Social Media Auftritt? Vergleich mal die Preise. Print, Plakatwerbung, Social Media. Mit einem Budget von 10.000 Euro schaffe ich es nicht einmal, eine Plakat, vielleicht 2 Plakatwände für 2-3 Monate zu ergattern, wenn ich einen guten Tarif kriege. Im Print habe ich 2-3 Anzeigen und vielleicht einen redaktionellen Beitrag, der mich als netten, sympathischen Gastwirt darstellt, als Werkzeugmacher etc. Mit dem gleichen Budget decke ich eine Ganzjahreskampagne Social Media ab und der riesige Vorteil ist, ich baue mir einen Kanal auf, der nachhaltig bleibt. Ein Fan, den kann ich nachher organisch, Facebook zum Beispiel, wieder erreichen, ohne einen Cent dafür auszugeben. Ich kann also Fans aufbauen, zielgerichtet, ich will Familien mit Kindern, ich bin ein flaches Tourismusgebiet, bin in Sölden, ich bin in Zürs, ich bin nicht da in der großen Geschichte, sondern ich habe eine kleine Großwirtschaft, aber bei mir sind Hunde erlaubt. Ja wunderbar, eine perfekte Zielgruppe, die ich zielgerichtet ansprechen kann, im Fachmagazin bei Hunden, naja, der will vielleicht über Hundeleinen, richtige Ernährung oder bei Fuß was lernen, aber nicht, wo er das nächste Mal auf Skiurlaub gehen kann, kann auch sein, aber der Streuverlust ist sehr groß. Auf Facebook habe ich zielgerichtet die richtige Community und mit Retargeting, Marketing, eben ohne Medienbruch, habe ich riesengroße Vorteile im digitalen Bereich. Okay. Welche Plattformen speziell beeinflussen jetzt die Tourismusbranche derzeit und welche können in der Tourismusbranche in Zukunft deiner Meinung nach? Also im Moment die stärkste ist sicher Facebook, das ist jetzt. Das machen wir wirklich schon langsam, die Werbung bei Herrn Zuckerberg. Nachdem man gestern 99% seiner Shares abgeben hat, dürfen wir das auch tun. Ja, ein ordentlicher Push. Facebook ist irrsinnig stark. Die breite Masse.
Masse zu erreichen, ist gerade im Tourismusbereich ein riesengroßer Asset, aber eben zielgerichtet. Ja, wenn ich denke an Honeymoon, wenn ich denke an Valentinstagsgeschenke, wenn ich an Muttertag denke, wenn ich an Vergünstigungen denke, ich kann jede Fasson richtig ausspielen, ich kann jeden Einzelnen richtig tracken, retargeten, war der auf meiner Homepage, dann spiele ich in die nächsten 3 Tage Werbung ein. Ihr kennt das von Zalando, von Amazon, von den anderen großen Big Player, die haben früher dafür Millionenbudgets bei den Big Companies ausgegeben. Heute kann das wirklich der Sepp Maier daheim ganz locker von seinem Computer aus machen, wenn er sich 4 Stunden hinsetzt. Die Frage ist, hat er 4 Stunden? Wenn er die 4 Stunden nicht hat, aber 40 Euro hat, dann kann er das bei einer kleineren oder mittleren Social Media Agentur seiner Wahl machen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Also die großen Künste des Marketings können jetzt auch wirklich von kleineren und mittleren Unternehmen gelebt werden. Und diese Chance sollten sie nutzen. Und ein Punkt noch, das Zeitungspapier von gestern. Ja, bringen wir mal das Punschbecken. Das größte Glück, was eine Zeitung haben kann, ist, dass es ein schönes Bild wird, wie das von der Christina Noel da jetzt. Ja, das ist ein Glück für die Zeitung. In Wirklichkeit wird aber die Zeitung nichts anderes sein, als entweder zum Trocknen von deiner Shisha verwenden oder zum Einharzen für einen schönen Weihnachtsabend. Aber das war es dann auch schon mit der Zeitung. Es ist keine Nachhaltigkeit, hart gesagt, gegeben. Ja? Und die Message von gestern ist halt die Message von gestern. Und es gibt 50 Zeitungen, die heute wieder produzieren. Und das ist das größte Problem. Die Message im Internet, und das ist das Schöne, das Internet vergisst nichts, auch nicht die positiven Nachrichten. Auch nicht dein Marketing. Das heißt, dein Search Engine Optimization steigt mit jedem Beitrag. Deswegen kann ich nur empfehlen, investiert euer Geld nachhaltig in euren eigenen sozialen Netzwerke. Was denkst du über Bewertungsplattformen? Super. Weil, was ist daran unredlich, jetzt sagen sie oft zu mir die Hoteliers oder die Gastronomen, die schreiben da auf TripAdvisor und wo es nicht überall geht, nicht? Um nur eines daraus rauszunehmen, schreiben da eine, das war eine Frechheit, ist dann Antwort ihnen. Dann nimm dir doch auch die Zeit, ich meine, du bettest jeden Tag die Betten auf, richtest jeden Tag das Frühstück her, jetzt kriegst du jeden Tag ein Feedback von deinen Gästen. Ja, nimm das doch ernst. Sieh's nicht negativ, sieh's positiv. Und man sieht ja auch, ums Millennium herum hat es Tourismusregionen gegeben, die meinen, das Internet brauchen wir nicht, wir haben ja Fax. Ja, ist super. Da gibt es heute naturbelassene Berge, also wer gerne Skitouren geht, der kann dort Skitouren gehen, aber Lifte gibt es keine mehr. Aber in den letzten 20 Jahren sind Tourismusregionen explodiert, die auf diese neuen Medien gesetzt haben, denn die haben zielgerichtet ihr neues Publikum erreicht. Und der, was vor 15 Jahren mit den Eltern mitgefahren ist, mit 15, hat heute selber schon 2 Kinder mit 30, ist fertig, studiert der Doktor und fährt auf Urlaub. Mit einer 8 vielleicht. Zu schnell auf der Autobahn. Long story short, es ist irrsinnig nachhaltig und wer heute in die sozialen Netzwerke investiert, ist der Gewinner von morgen. Nach wie vor. Ah, glaubst du, dass das viel verfälscht wird, diese ja, Plattform? Es wird auch verfälscht, definitiv. Es gibt Klickfarmen, es gibt Unternehmen, die Bewertungen schreiben, es gibt Möglichkeiten, das zu faken und anzuzeigen. Nur, was ist, wenn ich 30 positive Bewertungen schreibe, einen schlechten Betrieb habe und mir 300 Leute draufschreiben, ist eine Chance. Ja. Nein, da hast du keine Chance. Ja? Also, und so viel Geld kann ein KMU gar nicht haben, um das dauernd zu inszenieren. Das ist, ich sage mal, eine verschwindend kleine Zahl. Die große Masse ist authentisch. Wenn man hergeht und auf Facebook 5 Sterne hat und die vergeben kann, wenn man auf TripAdvisor sein Feedback hinterlassen kann, dann macht man das redlich. Und das ist auch interessant für die Holiday Check und Co., man auch noch ein anderes nennen, wie genau die überprüfen, ob du wirklich dort warst. Also das ist nicht nur stichprobenartig, sondern die sagen wirklich, bitte schicken Sie uns die Rechnung zu ganz kurz, sagen Sie uns, wann waren Sie dort. Also die überprüfen das auch, weil ein Netzwerk, das aus Fake-Accounts besteht, das kann nicht lang bestehen, denn diese Unternehmen sind meistens ja auch an der Börse notiert dann schon, die wollen natürlich erstens richtige Daten haben, denn damit verdienen sie ihr Geld mit diesen Daten, weil mit diesen Daten verkaufen sie an andere Unternehmen weiter oder bieten Unternehmen an, Werbemöglichkeiten zu machen. Also ich würde sagen, dass das wahrscheinlich das erste Mal ist, dass nicht mehr aus dem 16. Stock der Kronenzeitung die Wahrheit verkündet wird, sondern hier die Producer der Meinung unter uns sind. Was auffällt, ist, dass der Mensch natürlich lieber schimpft und jammert und nörgelt und der Bad News einfach stärker rausgeht. Das sieht man gerade in der Flüchtlingsdebatte. Ich glaube, dass die Österreicher jetzt schon am rechten Fleck haben und dass die schweigende Masse weitaus größer ist als wie die paar Hosenscheißer, die was dahergehen und meinen, sie müssen über bloß arme Menschen schimpfen, die mit nichts daherkommen aus einer Kriegsregion.
Aber mir ertragen das auch und ich sage immer, der Kluge muss die Dummheit der wenigen aushalten und das ist zu erleiden. Ich denke, wir machen das ganz gut im Moment und im touristischen Bereich und bei den KMUs, wenn man ein negatives Feedback kriegt, das nicht gerechtfertigt ist, wenn man eine Community aufgebaut hat, dann werden die Stammgäste auch hinschreiben, Blödsinn, das Frühstück ist 1A, da muss ich aber ganz einen schlechten Tag erwischt haben, weil wir seit 5 Jahren da sind. Wenn ich mich aber nie um meine Community gekümmert habe, dann kann der Shitstorm ganz schnell entstehen. Deswegen, ja, bemüht euch um eure Online-Community. Der zum nächsten Punkt, du hast schon Stichwort gesagt, Shitstorm. Welche Risiken bestehen bei der Umsetzung oder Implementierung? Halbwissen ist immer gefährlich. Jetzt, sich nur ein kleines Büchlein zu kaufen oder sich 2-3 Mal ins Internet zu setzen und ein bisschen zu lesen und dann auszuprobieren, das wird schon passen, ist meiner Meinung nach zu wenig. Man sollte schon sich professionellen Rat nehmen, wenn es um die Kommunikation des eigenen Unternehmens geht. Denn man gibt sein Herzblut für sein Unternehmen. Man kämpft dafür, man hat eh schon auch riesige Steuern, als das Unternehmen in diesem Land zu tragen. Ja? Also man könnte es sicher besser organisieren, das ist aber eine andere Debatte, das können wir jetzt nicht lösen. Faktum ist aber, dass wenn ich mich nicht um eine Online-Community bemühe, dann kann ein kleiner Schneeball zu einer Lawine werden. Wenn ich aber schon früh genug Lawinenschutz aufbaue, wenn ich weiß, der Hang ist sicher, wenn ich hergehe und sage, ich kenne meine Route, ich weiß meinen Weg, ich habe das auch mit einem Experten besprochen, dann mache ich mir wenig Sorgen. Jetzt haben wir die Risiken gesprochen. Wie siehst du die Chancen jetzt speziell für den KMU-Tourismus, auch bezüglich Bekanntheitssteigerung als Marketingkonzept? Ich kann es euch sagen, das ist eines der schönsten Hotels, die es in Tirol gibt, das Grand Hotel. In Lienz, es gibt auch andere wunderschöne Hotels, da gibt es auch ein Backhotel, da gibt es auch ein Hotel Goldrin. Die setzen auf Social Media in einer Region, die touristisch von der Werbung wirklich im Stich gelassen wird. Ja. Wir sind von Nordtirol über 2 Berge abgekoppelt und es ist oft schwierig, am Nordtiroler zu erklären, dass Osttirol in Österreich liegt und ein Teil von ihnen ist, leider. Es gibt einen Hofer, der glaubt, er liefert nicht nur Osttirol, er liefert nur innerhalb Österreichs. Ja, und weil es ein riesengroßes Kanal gab, dann hat der Mitarbeiter natürlich einen Rüffel bekommen, weil er hat gemeint, wir reden da von Südtirol und das ist ja seit dem Ersten Weltkrieg bei Italien wegen die Wilsenpunkte, wegen die 14. Das ist nicht der Fall. Osttirol ist der schönste und südlichste Teil Tirols, der bei Österreich verblieben ist. Ja. Und wir haben die meisten Sonnentage in der Sonnenstadt Lienz. Das Problem ist nur, dass die Tourismuswerbung dort dermaßen inkompetent ist, dass die nicht nach außen spricht mit einer Stimme. Deswegen müssen sich die einzelnen Gastronomen und Betriebe, und das sind keine Großbetriebe, das sind Familienbetriebe, selber auf die Hinterfüße stellen. Und bis vor 5 Jahren haben sie keine Möglichkeit gehabt. Sie waren abhängig von diesen, sage ich mal, Naseweiß, die was sich aufs Radl schwingen oder sonstige dann plötzlich machen, aber keine Ahnung von Werbung haben. Ja? Destinationsmanagement nicht begreifen und die Schönheit unserer Heimat nicht leben und im Herzen tragen, sondern ihren eigenen Profit in den Vordergrund stellen. Das können wir endlich umgehen, indem wir jetzt soziale Netzwerke haben, wo jeder Betrieb auch seines eigenen Glückes Schmied ist. Und ich denke schon, dass das eine Möglichkeit ist, wenn man sich da auf die Hinterfüße stellt, wenn man die Ärmel hochkrempelt, dass man dann seinen Konkurrenten, wenn man fleißig ist, auch wieder ein Stückchen weiter vonziehen kann. Also du hast mir jetzt meine letzte Frage schon vorweggenommen, ich wollte nur vorhin mal so einen guten Leitsatz, aber ich glaube, das hast du jetzt mit dem sehr gut beantwortet. Ja, Message. Es gibt immer so eine Sache, wenn man jetzt postet auf Facebook und wenn man sich in sozialen Netzwerken befindet, dann gibt es einen ganz schönen Satz, ich frage jetzt gar nicht, von wem er ist, vielleicht konnte es jemand rausfinden, auch von euch drei, be conservative in what you do and be liberal in what you accept from others. Und ich denke, dass das etwas ist, dass wir uns immer wieder auch selber zu Herzen nehmen sollten. Ich muss unter viele Beiträge und unter viele Dummheiten oft was drunter schreiben, aber ich schicke es dann nicht ab, weil ich die Toleranz habe, ihn gewähren zu lassen in seiner Blödheit. Hin und wieder, da heute es auch nicht aus und dann muss ich es posten, wenn einer nicht einmal ein Logo richtig reingibt bei einem wunderschönen, tollen Kunden und dann das Logo verpixelt ist, dann muss ich ihn irgendwann einen YouTube-Link zubeschicken, wie man den Photoshop richtig bedient, vor allem wenn sich das Marketingabteilung schimpft mit der Firma. Ja. Dann kann ich auch irgendwann nicht mehr anders, vor allem wenn ich eine gewisse Liebe zu diesem Produkt habe. Ich denke, es ist jedem freigestellt, sich in sozialen Netzwerken zu bewegen. Es muss niemand dabei sein, wenn man Facebook und Twitter und Co. nicht mag. Kaschel ausschalten, aussingen, frische Luft holen und die Platten zählen am Baum. Ist doch auch eine schöne Beschäftigung. Ja. Gell? Aber man kann ein tolles Marketing aufbauen und das, was man täglich in seinem Unternehmen leistet, kann man unglaublich toll und zielgerichtet präsentieren. Und das wünsche ich jedem, dass er den Erfolg auch nach außen verkörpert, denn was am meisten im Team auch lebt.
Danke. Fertig. Danke. Danke. Bitte. Das war's.